Dessous-Spitze oder Baumwollhöschen. Darauf, was Frau drunter trägt, wird immer viel Wert gelegt. Bei den Männern ist diese Diskussion jedoch oft verhaltener. Dabei gibt es auch für die Herren schöne und vielseitige Unterwäschetrends. Nina Tönnies ist Besitzerin des Berliner Unterwäscheladens Superschlüpfer und kennt die Männermarotte Nummer 1. Männer sind eigentlich in der Regel Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn die einmal die Hose oder die Marke gefunden haben, die ihnen zusagt, dann wird die eigentlich gekauft und da gibt es keine Experimente mehr. Das trifft auf die meisten zu. Also Ausnahmen gibt es auf jeden Fall. Aber oft ist es so, dass wenn sie eine Marke haben und sagen, die passen irgendwie sowas, dann ist es eher sekundär, wie die Farbe ist, wie das Muster ist. Dabei könnten doch auch Männer mal auf Farben und Muster achten und nicht nur auf Gemütlichkeit. Angesagt sind gerade unter anderem grafische Muster, wie zum Beispiel dieses hier. Grafisch nicht ganz so laut, aber doch irgendwie ausgefallen. Von den Schnitten her ist es eher das kurze Bein, was jetzt angesagt ist. Die Webboxershorts, also die weiten Boxershorts, sind eigentlich gar nicht mehr angesagt. Das ist eigentlich, also grundsätzlich natürlich eine Geschmackssache, aber rein modisch ist es, sind es aber auch schon seit längerem eng anliegende Hosen, gerne auch mit ein bisschen kürzeren Beinen. Außerdem im Trend Retro-Schnitte. Also der Eingriff kommt zurück, ist aber, wie gesagt, wird jetzt nicht als Eingriff genutzt, sondern ist eigentlich eher so ein bisschen ein modisches Gadget dazu zur Hose. Bleibt noch die Frage nach der Art des Stoffes. Bei den Frauen ist Polyamid schon lange typisches Unterwäschematerial. Polyamid ist jetzt auch im Kommen, auch für die Männer, weil es einfach ein sehr angenehmes, atmungsaktives Material ist und wenig aufträgt, also genau wie wir es von den Frauen auch kennen. Also, liebe Herren, jetzt wisst ihr, was zu tun ist. Auf geht's, etwas mehr Bedacht beim Unterwäschekauf und Trends hin oder her. Das Allerwichtigste in Sachen Unterwäsche. Frisch muss sie sein.